Schreie ich ihn an und trete ihm auf die Zehen. Lassen Sie mich sofort los! Wo ist mein Hund? Was haben Sie mit ihm gemacht? Schnauze! Brüllt Duclos und wirft die Röntgenpistole verärgert auf den Boden. Mach bloß keine Faxen, du willst wissen, wo dein Hund ist. Der Köter steckt da unten in der Kanalisation. Dabei zeigt er auf den geöffneten Gully und zieht mich zu dem Schacht. Weißt du was? Du kannst deinem Hund Gesellschaft leisten. Ich stehe Todesängste aus und wehre mich mit aller Kraft. Da packt mich der Detektiv mit seinen fleischigen Händen und wirft mich in das dunkle Kanalloch. Hilfe! Rufe ich und lande im gleichen Augenblick auf den Tunnelboden. Der Kanal liegt zum Glück nur 2 Meter tiefer, sodass ich mich nicht ernsthaft verletze. Um mich herum sprudelt und spritzt Wasser. Ratten mit gebogenem Rücken huschen an der Wand entlang. Die Kanalisation wollte ich schon immer einmal kennenlernen, aber nicht unter diesen Umständen. So, dritter Versuch. Herzlich willkommen zu meiner Rezension von Die Roboter.com von dem Autor Wolfgang Beleire aus dem Nordfriesischen Kinderbuchverlag. Ich wusste gar nicht, dass es einen Nordfriesischen Kinderbuchverlag gibt. Aber man lernt immer wieder Neues kennen. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Der Autor hatte mich auf Facebook kontaktiert. Dürfen andere Autoren auch gerne machen, wenn sie Interesse haben, dass ich ihr Buch rezensiere. Hat mich sehr gefreut und es hat sich definitiv gelohnt. Ich dachte mir, wir fangen heute mal von unten an meinem Skript. Und zwar mit der eigenen Meinung und was ich noch so an Bemerkungen habe. Bemerkung Nummer 1, das Lesebändchen hier löst sich auf. Ich hatte gerade eben noch überlegt, was ich als Kritikpunkt nenne, jetzt weiß ich ja. Naja, das Lesebändchen löst sich auf. Das Cover ist schön, aber unauffällig. Und das Buch ist so ein klein bisschen kindisch. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach nicht mehr so die Person, die mit dem Buch angesprochen werden soll, weil ich ja schon 13 bin und das Buch einen Protagonisten hat, also eine Hauptperson, die 12 ist. Meistens sind die Protagonisten ja etwas älter als die Leser, behaupte ich jetzt mal. Seid mir nicht böse, wenn das bei euch anders ist. Ansonsten ist es wirklich gut. Es hat eine tolle Idee zugrunde, die ihr gleich im Inhalt natürlich noch näher erfahren werdet. Es hat einen interessanten Namensgebung. Einmal diese Familie, die Roboterfamilie heißt Robotniks. Ich sag das ja gleich nochmal im Inhalt. Bis jetzt ist es für euch völlig unsinnig, dass ich das erwähne. Die Hauptperson heißt Patrick. Daher war das Buch ein Muss für mich. Man kann es für 3,99 € im Amazon Store kaufen. Aber leider nicht im iTunes Store. Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber dafür kann man auch eine Print-Ausgabe bestellen, und zwar beim Nordfriesischen Kinderbuchverlag. Puh, sicherlich auch in der Buchhandlung verfügbar. Ich habe es da jetzt noch nicht gesehen, aber so häufig besuche ich auch keine Buchhandlungen, muss ich jetzt zugeben.
Es ist einfach und gut nebenher zu lesen. Es ist kurz. Es hat nur 175, 180 Seiten. Es ist schön groß geschrieben. Das sehen wir auch hier. Also nett zwischendurch zu lesen. Durchaus auch für eine jüngere Altersklasse. Ich sagte schon vielleicht so 11 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre. Aber älter würde ich es dann fast schon nicht mehr empfehlen. Dann kämen wir auch schon zum Inhalt. Also, diese Roboterfamilie, die Robotniks, warum gibt es die überhaupt? Das amerikanische Militär, ich stelle das mal zur Seite, sonst zerfetzt sich das noch vorne. Das amerikanische Militär bestellt Kampfroboter. Ist ja schließlich ein toller Vorteil, weil Roboter kämpfen anstatt Menschen und weniger Blut spritzt auch. Okay, weg mit meinem schlechten Humor. Das amerikanische Militär bestellt Roboter. Yamato Robotics, eine japanische Firma, Computerfirma, liefert diese auch. Aber die haben einen kleinen Nachteil, nämlich sie haben Gefühle. Ihnen wurde ein Gefühlschip implantiert und entsprechend haben sie Hemmungen, Menschen zu töten. Das ist jetzt natürlich nicht so geschickt. Der amerikanische Oberst, der dafür zuständig ist, ist nicht so begeistert. Und die Robotniks müssen untertauchen, so heißt jetzt diese Gruppe von Robotern, denn er möchte, dass sie auf der Stelle zerstört werden. Also verpasst der Hersteller ihnen eine künstliche Haut und schickt sie unter dem Namen Robotnik als eine Familie nach Hamburg, wo sie untertauchen sollen in einer alten Villa ganz in der Nähe von dem Wohnhaus von Patrick und seiner Mutter. Sein Vater ist gestorben beim Autounfall, nicht ich, der Patrick, sondern der andere Patrick aus dem Buch. Aber die Robotniks werden gejagt von Detektiven. Und schließlich kommt es in der Kanalisation zu einem Showdown, als Patrick versucht, den Robotern zu helfen. Ja, eine interessante Geschichte. Es ist schon eine sehr interessante Story, wie er überhaupt die Robotniks kennenlernt. Und zwar versucht er im Garten mal reinzuspähen, ob er nicht den kleinen Jonathan, den kleinsten der Roboter, sieht, den er eigentlich vielleicht gerne so als Spielfreund hätte. Und findet dabei eine Mülltonne volle Essenspackung, sodass er gleich etwas misstrauisch wird. Und so wird er schließlich in das Geheimnis eingeweiht und hilft den Robotniks dann. Spannendes Buch, gute Ideen, teilweise etwas kindisch, einfach geschrieben, gut nebenher zu lesen. Ich habe noch zwei andere Bücher nebenher gelesen. Ich habe irgendwie diese Misseigenschaft. Und 4 Sterne. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Hat mich sehr gefreut, dass das gut geklappt hat. Ich habe hier auch schon den nächsten Teil da, der dann demnächst auch noch rezensiert wird. Beziehungsweise das wird dann keine ganz so umfangreiche Rezension, sondern etwas kürzeres. Ich hoffe, dass hier das Lesebändchen etwas besser hält. Cover sieht hier auch schon interessanter aus, aber das besprechen wir im nächsten Video. Dann gibt es nächste Woche einen Tag. Ich habe mir überlegt, ihr habt im Moment so viele Rezensionen, jetzt kommt dann mal wieder ein Tag. Außerdem kommt demnächst die Rezension von Lean In von Sheryl Sandberg, die Chefmanagerin von Facebook. Und ich habe gestern wieder Post bekommen. Alles dreht sich aus dem Chicken House Verlag. Auch ein ganz spannendes Buch, schon ein absolut ansprechendes Cover. Nichts gegen den Coverentwerfer hier, aber nehmt euch das hier vielleicht mal als Vorbild. Das ist irgendwie, weiß nicht, zieht so ein bisschen mehr an, oder? Naja. Trotzdem ein tolles Buch. Lasst euch vom Cover nicht abhalten. Würde mich freuen, wenn ihr es vielleicht auch mal lest. Ich wünsche euch noch einen tollen Freitagabend oder welchen Tag auch immer ihr habt, wenn ihr dieses Video anschaut. Und hoffe, euch bald wiederzusehen in einem Tag. Seid gespannt, welcher.